Herzlich willkommen. Wohnungsnot in Deutschland und kein Ende. Wer heutzutage eine Wohnung sucht, findet diese oft nur noch unter der Hand, weil jemand jemanden kennt, der wieder jemanden kennt. Oder, relativ neues Phänomen, per Wohnungstausch. Oder weil jemand seine Wohnung teurer untervermietet. Wer eine bezahlbare Wohnung hat, tut vieles, doch er gibt sie nicht auf. Mehr neue Wohnungen würden gegen den Mangel helfen, doch sie werden nicht gebaut, was die Wohnungsnot bald noch mehr vergrößern wird. Neueste Daten tragen in keiner Weise zur Beruhigung bei. Laut Statistischem Bundesamt sind die Baugenehmigungen für Wohnungen weiter gesunken. Von Januar bis August um 19%. Dabei waren die Daten schon im Vorjahr schwach. 19% entsprechen einem Minus von 34.000 Wohnungen. Insgesamt wurden nur 142.000 Genehmigungen für neue Wohnungen erteilt. Wohlgemerkt Genehmigungen, was nicht heißen muss, dass die Wohnungen auch tatsächlich gebaut werden. Denn vieles spricht im Moment dagegen. Vor allem die hohen Kosten für Baumaterialien und die immer noch teuren Baukredite. Zudem müssen Bauherren eine Vielzahl von bürokratischen Auflagen, darunter tausende DIN-Normen, erfüllen, die den Neubau zusätzlich verteuern. Die Krux, je größer die Wohnungsnot wird, desto mehr steigen auch die Mieten für bereits bestehende Wohnungen. Die Mietpreisbremse soll dieser Entwicklung Einhalt gebieten, doch von wegen. Das dazu geltende Gesetz sieht seit 2015 vor, dass bei Neuvermietungen die ortsübliche Vergleichsmiete um höchstens 10% überschritten werden darf. Doch die Bremse bleibt meist wirkungslos. Einer Studie zufolge waren nur 2,4% der Mieter bereit, ihren Vermieter wegen zu hoher Mietforderungen zu rügen. Der Hauptgrund: Mieter haben Angst, dass der Vermieter das Mietverhältnis dann gleich wieder beendet. Außerdem wissen viele Mieter gar nicht, dass es die Bremse gibt. Und falls doch, müssen sie selbst aktiv werden und notfalls vor Gericht ziehen, was abschreckt. Städte kontrollieren zudem einfach nicht, ob die Mietpreisbremse eingehalten wird. Mit nur wenigen Ausnahmen wie in Freiburg oder Frankfurt, wo man für Mieter vor Gericht gezogen ist, gegen den Mietwucher. Und auch die vielen Ausnahmen von der Bremse, unter anderem nach Wohnungsmodernisierungen oder bei möblierter Vermietung, verhindern, dass die Bremse wirkt. Wenigstens auf den DAX kann man aktuell bauen. Er gewann diese Woche fast 300 Punkte. Auch heute legte er zu, rund 19.657 der Stand. Ein neuer Schlussrekord. Geht es nach Bundesjustizminister Buschmann, wird die Mietpreisbremse um weitere 3 Jahre verlängert. Allerdings nur in Gebieten, in denen die Wohnungsnot besonders groß ist. Ob sie dadurch besser greift? Schönes Wochenende.